Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge LS22 Bildet 2, meine Lieben. Wir sind am Düngen. Immer noch, aber fast fertig. Warum brauchst du so lange, bis du startest? Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind noch fix am Durchdüngen. Und dann wollen wir Sonnenblumen verkaufen. Ja doch, richtig erzählt. Sonnenblumen verkaufen. Weil die geben gut Cash. Da sind wir einen Monat off vom Optimalpreis, aber der Optimalpreis ist aktuell. Von daher können wir das ohne schlechtes Gewissen verkaufen und damit Cash machen für eine Baufolge am Wochenende, weil es wird Zeit, dass wir mal wieder bauen. Es wird einfach Zeit, dass wir mal wieder bauen. Und deswegen rufen wir mal den Unternehmer an. Ach, das... Mal den unter. Otto, hallo. Ja, Schneegans, hallo. Hallo, Herr Schneegans. Ich würde gern was verkaufen. Ja. Und zwar Sonnenblumen. Für Sonnenblumenöl. Ja. Ja. Wie viel haben Sie denn? Ich hätte Sonnenblumen 83.000. 217 Liter. Ja. 83.217 Liter. Da sind wir bei... Ja. 41.600 Liter Sonnenblumenöl. Und... Ach so, ich habe mich vorhin verrechnet, stimmt. Also es ist 2 zu 1. Ja. So, und der aktuelle Höchstpreis für Sonnenblumenöl liegt, haben Sie Glück, das ist am Steigen. Er ist auch bei 1,4, also wir haben, glaube ich, aktuell Maximalpreis. Sonnenblumenöl? Ja. 1, ist der nicht bei der Ölmühle bei 1,4 oder so? Ach nee, das war Sonnenblume selbst, ne? Ja, also ich habe einen Preis von 3.800. Ja, aber der ist eh auch gut, weil ich glaube, Toppreis ist, glaube ich, nächsten Monat oder so. Also wir sind nicht weit offen, oder? Ja, das wären 40 Euro mehr der Liter. Also pro 1000 Liter. Ja, scheiß drauf, ja. Also jetzt ist eben 3.800 können wir ihn anbieten. Und das wären dann so ca. 158.000 Euro. Ja, cool. Bringe ich vorbei an die BGA? Genau, einmal ins Silo. Okay, dann bringe ich das da komplett hin. Sie können mir das ja gerne auch schon die Überweisung irgendwie einen Auftrag geben, dass sie dann auf jeden Fall heute noch ankommt, weil ich würde damit gerne bauen. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin, heute. Und ich mache mich jetzt auch gleich auf den Weg. Ich bin jetzt gerade gleich fertig mit Düngen und dann bin ich schon unterwegs für euch. Jo, alles klar. Gut. Machen wir so. Super, danke. Jo, tschüss. Mensch, da kriegt man ja sogar noch mehr. Ich habe ja Sonnenblumen Sonnenblumen gerechnet und nicht Sonnenblumenöl, ich Trottel. Ich weiß, aber ich die kommen doch da nicht rein. Warte mal. 90 Stück wahrscheinlich, also ich Gibt's einen zweiten Händler-Channel? Nee. Ach, scheiß drauf auf meinen Monk jetzt. Da hinten war nicht gedüngt, aber ist egal. Ist mir jetzt egal. So. Was steht denn hier noch? Ach, das müsste übrig gebliebenes Saatgut oder so sein oder Dünger. Anhänger ist eigentlich blockiert, ich weiß.
Otto, hallo. Ja, schnell ganz nochmal. Ja, hallo. Ich glaube, abholen würde bei, wenn sie das selber holen, würde irgendwie 2000 oder so kosten, gell? 1000 die Fahrt. Ja, aber ich glaube, sie müssen zweimal fahren bei 80.000 oder so. Ja, also maximal kriegen wir 59.400. Ja, das ist auf jeden Fall zweimal. Dann würde ich das mal in Anspruch nehmen, weil ich habe nur einen Anhänger und der ist gerade in der Ernte eigentlich verstrickt. Ja. Dann würde ich es gerne von Ihnen selber abholen lassen, wenn das ginge. Ja, wo ist das denn? Ja, bei mir im Hof. Also da geht es recht eng zu. Aber sie sollten eigentlich, also ich fahre da mit einem Dreiachser Glasanhänger, Sammelwagen durch. Da sollten sie also eigentlich mit dem Krampe auch durchpassen. Ja. Ich habe einen hinteren, also hinten an der Seite ist auch nochmal eine Einfahrt. Vielleicht nehmen sie die am besten. Die ist quasi an der Nordseite von meinem Grundstück hinten. Ja. Da am besten reinfahren. Da sollten sie mit dem LKW am besten durchkommen. Ja, kriegen wir schon hin. Machen wir. Ja. Okay, super. Dann sagen wir ihnen aber Bescheid. Wann wir das abgeholt haben. Oder überweisen ihnen halt einfach das Geld. Es wäre schön, wenn sie mir das Geld quasi vorab schon mal geben könnten. Also ich meine, sie haben es ja selbst in der Hand. Es ist ja bei mir alles offen. Sie können sich das holen. Das ist da auf jeden Fall drin. Ich will sie da jetzt nicht scammen oder sowas. Ja. Alles gut, Herr Schneckert. Ja. Kriegen wir hin. Ich danke. Jo, bitte. Nicht sehr ergiebig irgendwie, obwohl das hier wirklich, obwohl das hier wirklich auf 8 plus 98 Ertragsbonus, also eigentlich echt top. Ist halt nur nicht gewalzt, dann wären es 100%. Herr Schneegans? Ja? Ich würde jetzt von oben anfangen, dann kriegen wir die letzten Prozent da noch rein und dann fahren sie einfach nebenher, oder? Ja, ich fahre jetzt einfach nebenher kurz, ja. Ja. Wie läuft denn der Drescher? Ist nagelneu. Also, sehr gut. Eine Ernte habe ich. Zeit. Ja, ne? Ja. Ich habe mir auch nochmal ein extra Mähwerk Schneidwerk geholt, das ist ein bisschen breiter. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Gut, ne, dann fahre ich jetzt ein Stück nebenher, bis er voll ist. Ja, alles klar. Ja, 96%. Ja. So, ey Mensch, Leute, heute geht aber auch wieder steil, oder? Was haben wir heute Fortschritt? Also heute brennt es an allen Ecken und Enden. Hätte uns der Ferser nicht zwei Folgen geklaut, wäre es alles noch entspannter. Da hätte man noch mehr geschafft, aber wir sind eh gut auf Kurs, finde ich. Wir sind richtig am Abreißen heute. Guck mal, Geld haben wir jetzt auch ordentlich, 168k. Damit können wir schön was bauen. So. Vorsicht in den Kurven, also der ist wirklich. Guckt euch das mal an, Alter. Der ist randvoll. Also wirklich randvoll. Super krass. Und Speicherlecks. Wunderbar. Hey Crimex, servus. Servus, servus, servus. Auch neu im Chat, wunderbar. Doch immer wieder ein paar neue da. Jede Woche, freut mich.
Warenspeicher vorbei. Ah, auch Stroh kommt hier einiges runter, meine Güte. Also in der Baufolge, es wird eine kommen, das kann ich jetzt schon mal so sagen. Und die kommt dann am Sonntag quasi. Ich weiß, die Folge ist jetzt natürlich Montag, das heißt, die Baufolge kam gestern für euch YouTubers. Da werden wir dann das neue Silo setzen, dass wir mit dem großen Dreiachserglas nicht mehr bei uns auf den Enghof müssen. Und ich werde schon mal gucken, ich werde mal ein bisschen tüfteln, was ich da mit dem Hof mache, was ich da unternehmen werde. Mal gucken. Wird mir schon was Gutes einfallen, denke ich. Ey, der hebt den Traktor vorne aus. Ich kann den komplett schwer steuern. Irgendwie. Trotz Gewicht. Trotz Gewicht vorne. Wir hatten aber jetzt lange Ruhe vom LU, ne? Also der Anhänger, der gibt uns schon ein bisschen Zeit. Radgewichte hat der. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob es die gibt dafür, oder? Oh, lol. Die Mähwerke stehen ja immer noch da. Können wir gleich mal kurz wegräumen. Obwohl, ne, habe ich eigentlich keine Lust zu gerade. Bin ich early? Habe ich gerade nicht so wirklich Lust zu. Oh, ist das der Dings? Das ist der Salut? Da muss ich doch das Mähwerk kurz verkaufen. Kommt der Genosse nicht durch. Ansonsten wird es schwierig mit seinem Anhänger. Komm, da kommst du doch rum. Nee, die Fahrspuren sind von mir. Die waren noch nicht auf meinem Hof. Fahrspuren hier auf dem Hof sind von mir. Darf ich durch? Ich bin Arzt. Hallo, Ordnung muss sein, ich stelle die nicht dreckig in die Halle. Wir brauchen die jetzt erstmal nicht mehr, das heißt, die würden da eine ganze Weile dreckig stehen. Also das machen wir nicht. Ich spiele hier nicht mit dem Wasser, ich mache hier wichtige Reinigungsarbeiten.
Herr Mertens. Hallo Herr Schneegans. Irgendwie haben wir das falsch verstanden. Wieso? Ich stehe jetzt quasi hier hinter dieser Mauer mit meinem LKW, aber ich komme da auf jeden Fall nicht rum. Echt? Wo haben Sie gesagt? Nee, das meinte ich eigentlich. Ich komme da mit einem großen S7R und einem Dreiachser Glas rum. Dann kommen Sie nicht mit dem LKW rum. Okay. Also von dieser Seite, wo ich jetzt gekommen bin, nicht. Dann müsste ich aber nochmal umdrehen. Ne, warte mal, ich probiere mal kurz. Ja, können Sie gerne. Ich habe nur gerade hier ein bisschen aufgeräumt, dass ihr es hier einfacher habt auf dem Hof. Ja. Weil das eine Mähwerkstatt noch im Weg. Ja, ich bin, wie gesagt, mit dem Geld, was sie mir jetzt schon überwiesen haben, werde ich ein bisschen auf meinem neuen Hofgelände drüben aufbauen. Ja. Und da haben wir da dann ein Silo. Da könnt ihr dann mit größeren Maschinen besser ansetzen als hier auf dem kleinen Stadthof. Okay. So. Ja, das ist schon ein bisschen eng. Warte mal. Ich weiß, ja gut, der baut schon ganz schön auf, weil, ne? Weil der hat ja auch dieses freie Stück zwischen Zugmaschine und Anhänger. Das ist natürlich alles verschenkter Platz. Ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Ansonsten von dieser anderen Seite hier reinfahren würde, glaube ich, auch noch mehr Sinn machen. Nein, da ist auf jeden Fall mehr Platz. Ja, warte mal. Lass doch gehen. Ja, so sind wir drin. War noch Platz? Ja, ein bisschen. Ja, ne? Ein bisschen. Es ist herausfordernd. Es ist ja ein Hof für Profis. Aber wie gesagt, normal haben die großen Maschinen hier drin ja nichts verloren. Aber solange halt auf einem neuen Hofgelände das Silo noch nicht steht, muss zwangsläufig halt das hier rum passieren erstmal. Ja. Aber nicht mehr lange, wie gesagt. Ihr habt mir jetzt durch die finanziellen Mittel ermöglicht, dass ich endlich das Silo auf dem neuen Hofgelände angehen kann. Ja. Dann haben wir es alle ein bisschen einfacher. Ja. Ey, ich hab noch Platz. Warum machst du schon zu? Sonst befüllen Sie den, dann fahren Sie wieder raus und dann sagen Sie einmal Bescheid, dann hole ich mir den Wagen. Moment, haben wir jetzt hier. Was wollten wir machen? Sonnenblumen, ne? Sonnenblumen, ja. Und ich glaube, hier hinten gegenüber der Kuhweide, wahrscheinlich, ja. Da kommt man, glaube ich, besser wieder raus. Ja, da ist direkt der Busch. Ah, ja. Okay, oder andersrum raus, dann hier. Nach links weg. Aber das ist. Könnte etwas einfacher sein. Warte mal. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Ja, super. Alles klar. Dann bis gleich noch. Gott sei Dank sind es nur 2 Fuhren. Ja, ich versuch's gleich nochmal selber. Ansonsten komme ich nochmal zu Ihnen, wenn ich Sie hier sehe. Ja, genau. Machen wir so. Alles klar. Tschüss erstmal. Jo, bis dann. Ist der Profi ran. Ja, Schneegans. Herr Schneegans, der Drescher ist wieder voll. Wo bleiben Sie denn? Ja, ich hatte den Unternehmer gerade da. Hm. Der ist mit einem MAN und einem Dreiachser Krampe nicht bei mir in den kleinen Hof reingekommen. Da musste ich kurz assistieren. Ja, okay, das kann ich verstehen. Aber ich bin schon auf der Zielgeraden. Ich fahre gerade in die Straße rein, wo das Feld ist. Alles klar. Am besten, ich gehe genau in der Mitte, wenn Sie den da stehen lassen. Ja, mach ich. Gut, danke.
zählt das als Nachbarschaftshilfe. vielleicht muss ich dann nur 1000 bezahlen. Hat uns auch wieder ein bisschen Zeit gekostet, aber macht ja nichts. War. Muss auch erstmal gucken, ob es überhaupt möglich ist, mit dem Ding da reinzufahren. Aber es ist möglich, wie man gesehen hat. Ja, aber wie gesagt, wir machen ja eine Baufolge, beziehungsweise für YouTube. Wir haben gestern eine gemacht. Und dann sollte das kein Thema mehr sein in Zukunft. Das Strom müssen wir ja runterholen, oder? Weil Feuer können wir ja auch nicht ansehen. Oder sollen wir erstmal das, wo das Sonnenblumenfeld war, ansehen? Das glaube ich nicht. Tino hat übrigens nur das Rad der Schande gegen dich verwendet, weil du ihn angeschissen hast, weil er in deinen Traktor gerascht ist. Ja, hä? Dann soll er es halt sein lassen. Ich bin ja nicht gezwungen dazu, dass er meinen Traktor fährt. Aber passt ja. Wir haben da unsere zwei Folgen vernünftig abgearbeitet. Ja. Und, ja. Dieses Feld. Und da hinten steht dieser kleine Traktor mit dem kleinen Flug. Das Feld ist wirklich riesig, ne? Aber ist schon dreimal rum hier. Ah, nee, ist nicht ganz rumgefahren. Kuffer. Aus dem Feld hier zwei Felder zu machen, aber wozu? Da waren ja Zuckerrüben drauf hier auf dem linken. Jetzt wahrscheinlich verdurrt oder so. So. Wir müssen auch bald in die Vorproduktion gehen. Ich denke, das mache ich nach dem nächsten Montag. Also am 8. Mai. Oder gehe ich am 15. Mai? Ne, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, dann alles fertig zu machen. Schwierig. Ja, wir fahren, aber ne, wir fahren erst am 22. Mai. Ich muss noch mal gucken. Wegen Urlaub. Ja gut, erstmal Mittwoch abwarten. Da so rumkommt. Vielleicht habe ich auch keinen Urlaub dann. Kann ja auch sein. Da muss ich gar nicht vorproduzieren. Speicherlecks. Dürfen wir bei der Vorproduktion dabei sein?
Spricht eigentlich nichts dagegen. Spricht eigentlich nichts dagegen. Muss halt mal gucken. Wie gesagt, ich warte jetzt erstmal Mittwoch ab, was dabei rumkommt. Ob da was schon entschieden wird oder ob nicht. Oder ob ich nochmal vertröstet werde und so weiter. Ich weiß ja nicht, wie da der Ablauf ist. Vielleicht sagen die mir auch am Mittwoch nicht gleich nein oder ja, sondern sagen, okay, danke, dass sie da waren. Wir melden uns bei ihnen und dann dauert es noch 2 Wochen oder so. Muss man dann halt alles gucken. Baumwolle auf dem Riesenfeld, Alter. Was meint ihr, was da an Cash rumkommt? Boah. Auf dem Feld Baumwolle. Eieieiei, da kracht's. Da kracht's. So, wir haben Gras, wir haben und durch unseren Fermenter, den ich dann in der Baufolge auch baue, Silage und alles mögliche, was wir eigentlich für Mischfutter brauchen. Also das ist schon mal echt top. Ich muss an den Brunnen denken auf dem neuen Grundstück, dass ich da eine Wasserzapfquelle habe. Das habe ich hier nicht gemacht, glaube ich, ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass der da oben, der ist jetzt hier ein bisschen reingebackt. Bin jetzt hier raus? Ja, doch. Boah. Bleibt spannend auf jeden Fall. Alter, wie ich den hier rumzirke. Kann mal bitte jemand was zu meinen Fahrkünsten sagen? Hallo, Entschuldigung. Kann es sein, dass ich irgendwie ein übelst geiler Fahrer bin? Meistens. Ich guck mal kurz, ob er das mit dem LKW hinkriegt. Das kriegt er schon hin. So. Übung macht den Meister. Stimmt. Das stimmt. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bin ich mal gespannt, ob er da sich vorwärts wieder rausquält oder ob er rückwärts rausfährt dann. So. Der Schneegarn, sind ja irgendwo hier? Ah. Ja, ja, ja. Geht nicht, oder was? Muss ich selber machen? Ja, ich kann es nicht anders. Okay. Hallo. Boah, was ist das denn für eine laute Hupe? Ich glaube, ich bin gerade auf eine Minute. So, das war's. Alles klar. Danke. Ich fahre hier rückwärts wieder raus oder schaue ich wieder vorwärts? Ich würde, glaube ich, rückwärts versuchen. Dankeschön. Ja, bitte. Ciao. So, noch eine Minute, Chat und Zuschauer. YouTube. Dann sind wir schon wieder durch mit 4 Folgen heute, krass. Dann doch wieder recht schnell, ne? Und ohne nennenswerte Lags, Gott sei Dank. So. Arbeit ohne Ende. Mann, Mann, Mann. Feichten, so sieht's nämlich aus. Malo, bester Fahrer, so sieht's nämlich aus. So sieht es nämlich aus. So. Mache ich hier danach noch was? Es ist um 11. Was ist morgen? Ich muss morgen zum Elternsprechtag abends. Dann muss ich ETS anfangen zu schneiden. Mal gucken. Vielleicht gehe ich nochmal GTA rein oder so.
So, Freunde, wir sind durch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare. Seid gerne heute Abend im Livestream dabei. Wenn ihr mal live dabei sein sollte, heute hatten wir wieder YouTubers da, die mal live in den Stream vorbeigeschaut hat. Hat mich mega gefreut. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.